Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben, oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde, ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Uiuiuiui. Ja, und jetzt mit den Kollegen sprechen. Was hat er vor? Was tut er? Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester! Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich weiß, dass er wütend ist, aber er möchte doch auch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters, wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Renrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Hat wohl was, ne? Ja, ist eigentlich immer so. Ist das... Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Ich darf mich ja mal was verlassen. Eieieiei. So. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas tun können. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Renrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Nur ein toter Zauberer. Ringo. Ein guter Zauberer. Ringo! Da bist du ja. Ringo. Besonders gut. Nie zurück. Ich werde nicht ruhen.
das? Contango! Das war dein letzter Fehler. Du bist wie ein Glumbumbel, den ich zerquetsche. Levioso! Das ein lästiger Mensch weniger. So, jetzt aber, ne? Daran. Warum nicht? Ich werde dich ruhen. Komm, Gringo. Stimmt, Leviosa wäre auch noch wieder gut, ne? Bereuen hier zu sein. Ah, Halleluja. Doch, kann ich. So, haben wir jetzt? Oder wie? Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ach, passt schon. Passt schon. Ist locker aus dem Handgelenk oder sowas in der Art. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Klingt, als hätten die Anhänger Anne grundlos angegriffen. Ich würde es ihnen zutrauen, aber ich bin überzeugt, dass sie etwas verbergen wollten. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall. Aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Revelio. Sie haben Stationen für alles. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Hm. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Na ja. Was sie mit dem Zauberstab machen, können die nichts... Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Revelio! Ein Hogwarts-Professor vor Jahrhunderten. Das scheint mir nach... Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Wie siehst du das durch die Wand? Revelio. So, immer noch ein Brunnen und andere Tätigkeiten hier vorne. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Wirklich? Mir nicht. Sebastian! Das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Ich weiß, das war die Intro-Sequenz, oder wie?
wo hier alles plötzlich grün wurde oder so. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Und jetzt siehst du Erinnerungen, die Hüter hinterlassen haben? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Das ist ja mal komplizierte Sache hier, also sieh wirklich. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Wir finden es nur reinweise raus. Eine Treppe. Ja gut, man kann auch so durch, ne? Also, oder nicht? Ach so, nach unten. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Lumos. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Oder? Doch. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Sollte ich alle Hoffnung fahren lassen? Gefurzt? Nein, fahren lassen. Werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnert, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchung fortführen, sicherlich, aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Revelio! Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Nö, da drinnen, wir können sogar nicht wieder reisen oder so. Keine Ahnung. So. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich habe die seltene Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Ich weiß nicht, was ich von dir erwartet hatte, aber nicht das. Ich wusste, dass du mir nicht alles sagst. Alte Magie? Was heißt das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, aber die Hüter sagten, dass es mächtige Magie ist, die nur von wenigen genutzt werden sollte. Und du gehörst dazu? Weiß ich nicht. Fig und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Soll das heißen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Das wollen wir herausfinden. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen.
Ich möchte fast die Luft anhalten. Dann mach das. Und wir reisen jetzt dadurch. Ah, wir müssen es bestätigen natürlich. Ne? Ansonsten geht's nicht weiter. Vorwärts, was auch immer. So, der Ladescreen in seiner voller Gänze. Man sehe und staune. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Wie kann ich jetzt davon was mitbekommen? Was Hilfreiches in der Nachricht? Für mich jetzt nicht, nö. Aber vielleicht kannst du da was anfangen, oder? Ein Runensymbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Ja, und wie kommen Sie da zurück? Das ist die Frage, die ich keine Ahnung habe. Oh, hier noch Kohle mitgehen lassen, oder? Rebellion. Ah, da hätten wir auch noch was. Da haben wir auch noch was. Irgendwas ist damit. Was? Turm zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Okay. Sind auch mal 2000 Meter gereist. 3000 Meter gereist. Ne? Oder 2500 Meter. Hm? Was? Ach so. Den Kollegen lassen wir nach da unten liegen. Okay. Ah, da kommen wir raus. Die Krypta. Na, sieh mal an. Aber das ist ein ganz komischer Ort hier. Das ist... Ich habe dich nicht dazu erzogen. Das ist irgendwie ganz komisch. Und jetzt sind wir wieder hier. Vor der Schlange. Interessanterweise. Naja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Wenn es so schön heißt. Gezaubert. Wird später. Danke sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns.